Meine Frau schläft während des Höhepunktes unserer romantischen Nacht ein. Schatz, das war fantastisch. Ich glaube, ich bin vor Lust für einen Moment bewusstlos geworden. Zieh dich an. Wir unterhalten uns jetzt mal. Dornröschen. Katie bekannte sich sofort als schuldig und sagte, sie wäre schrecklich müde. Aber dabei gab es ein Problem. Meine Frau arbeitete nirgendwo. Sie war eine Hausfrau. Ich bin derjenige, der von morgens bis abends arbeitet. Alles, was du zu tun hast, ist das Abendessen und nicht einzuschlafen, während du mit deinem Mann im Bett bist. Das ist alles. Ich wusste nicht, wieso, aber meine ehrlichen Worte verletzten Katie sehr. Und du willst, dass ich noch ein Baby mit dir habe? Auf keinen Fall! Du hast keine Ahnung, wie hart es ist. Sieh doch mal, meine Mutter hat 4 von uns großgezogen und sich nie beschwert. Also beschloss ich, meiner Frau zu beweisen, dass sie mit ihrer Müdigkeit übertreibt. Um 6 Uhr morgens hatte ich bereits den Tisch mit frischen Pfannkuchen gedeckt. Von jetzt an kümmere ich mich ums Haus. Und du um die Finanzen. Ich schloss eine Wette mit Katie ab. Ich nehme einen Monat frei und mache die Hausarbeit. Sie sucht sich einen Job und zahlt all unsere Ausgaben. Wenn ich gewinne, kriegen wir ein zweites Baby. Deal? Überraschenderweise war Katie entzückt von meinem Angebot. Bevor mein Sohn und ich frühstückten, sprang mir meine Frau entgegen und erzählte mir die guten Neuigkeiten. Ihr wurde ein Interview für heute angeboten. Und es war in der Firma, für die ich arbeitete. Sie waren beeindruckt von meiner Arbeitserfahrung vor dem Mutterschaftsurlaub. Eine halbe Stunde später trug sie ihr Outfit und ein breites Lächeln. Ich könnte Michael auf dem Weg dahin mit zur Schule nehmen. Wo ist sein Mittagessen? Gut, dass ich wusste, wie man Poker spielt. Denn ich hatte komplett vergessen, meinem Kind Mittagessen einzupacken. Einen Moment, ich hole es. Ich griff mir alles aus dem Kühlschrank, ohne auch nur hinzusehen. Und atmete erleichternd auf, als ich allein im Haus war. Ich schaute etwas fern und beschloss, nach dem frühen Aufwachen ein Nickerchen zu machen. Aber sobald ich meine Augen schloss, klingelte mein Handy. Es war der Schulleiter. Michael hatte einen Klassenkameraden vergiftet. Also bat ich meine Frau, an meiner Stelle zu gehen. Tut mir leid, aber ich wurde bereits angeheuert. Als ich ankam, überfiel mich der Schulleiter direkt. Ihr Sohn hat seinem Freund sein Mittagessen gegeben. Und jetzt liegt der Junge mit schwerwiegenden Vergiftungen im Krankenhaus. Ich wusste, dass Michael nichts damit zu tun hatte. Aber ich konnte nicht zugeben, dass es meine Schuld war. Also bestach ich meinen Sohn. Hier bitte, hier hast du 5 €. Und sag es deiner Mutter nicht. Als ich nach Hause kam, träumte ich davon, mich endlich hinzulegen. Aber Fliegen umschwirrten das schmutzige Geschirr vom Frühstück. Ich räumte zum ersten Mal in meinem Leben die Spülmaschine ein. Ich glaube, ich sollte das Spülmittel einfach oben draufkippen. Innerhalb von Minuten begann die Spülmaschine zu summen. Und Schaum kam aus ihr hervor. Ich konnte nicht nah genug herankommen, um die verdammte Maschine auszumachen. Aber schon bald stellte sie sich selbst ab. Für immer anscheinend. Als hätte sie mein Versagen gespürt, rief Katie mich an. Wieso hast du unser Kind nicht von der Schule abgeholt? Er steht seit einer Stunde draußen. Michael wartete hungrig auf mich. Wie wär's mit Burgern und Pommes zum Mittagessen? Klar! Aber Mama wäre wirklich sauer, wenn sie das wüsste.
Ich habe Allergien. Ich hör dem nicht zu. Also versicherte ich ihm, dass er es nicht herausfinden würde. Und er war so angeschwollen, dass ich ihn kaum hochheben und ins Auto setzen konnte. Wir verbrachten die nächsten paar Stunden im Krankenhaus. Gott sei Dank halfen ihm die Ärzte sofort. Aber ich hatte den stressigsten Tag meines Lebens. Ich musste das Chaos aufräumen, damit Katie es nicht herausfinden würde. Ich bereitete ein Schaumbad für mich vor, um diesen grauenhaften Tag wegzuwaschen. Aber da kam Katie von der Arbeit nach Hause. Und sie dachte, ich hätte die Entspannung für sie vorbereitet. Oh, danke. Das ist so süß von dir. Ich dachte, ich sollte einfach mitspielen, um ihr zu zeigen, wie einfach es mir gefallen war. Nach dem Abendessen deutete meine Frau an, den Abend im Bett weiterzuführen. Bring deinen heißen Körper nach oben, Hausfrau. Aber ich konnte nicht am ersten Tag zugeben, dass ich verloren hätte. Also trank ich ein paar Energy Drinks und ging ihr nach. Sobald wir fertig waren, schlief Katie ein. Ich bekam bis 4 Uhr morgens kein Auge zu von all dem Zucker in meinem Blut. Am nächsten Tag fiel mir alles aus den Händen. Also beschloss ich, meine Art der Problemlösung anzuwenden. Wenn man mit einer Aufgabe nicht klarkommt, gibt man sie weiter. Eine Stunde später wartete ich auf eine Reinigungsfirma, die meine Wohnung putzte. Und ich ließ mir das Mittagessen und Abendessen liefern. Ich stellte außerdem einen Wecker, um Michael nicht in der Schule zu vergessen. Ich musste nur noch darauf warten, dass die Bank meine Bezahlung bestätigte. Aber stattdessen rief Katie mich an. David, irgendwelche Betrüger wollen mir was anrechnen. Ich habe die Karte gesperrt. Wir hatten ein gemeinsames Konto und Katie konnte alle Überweisungen sehen. Also musste ich mich wieder einmal allein um die Arbeit kümmern. Und am Ende des Tages realisierte ich, dass ich absolut keine Kontrolle über das Chaos um mich herum hatte. Also beschloss ich, die Wette sofort abzubrechen. Als ich bei der Arbeit ankam, sah ich, wie meine Frau eine Präsentation gab. Und meine Kollegen hörten ihr voller Bewunderung zu. Katie schien ganz in ihrem Element zu sein. Als sie mich sah, verließ sie sofort den Konferenzraum. Ist etwas passiert? Geht es Michael gut? Ja, er ist bei meinen Eltern. Es ist alles okay. Ich bin hier, um zuzugeben, dass ich verloren habe. Ich wusste, dass mich der Vorschlag nicht glücklich machen würde. Aber Katies frohe Augen ließen mir keine Wahl. Arbeite weiter, wenn du möchtest. Ich lerne für dich, wie man die Hausarbeit macht und das Baby ordentlich aufzieht. Niemals! Es ist so stressig! Meine Frau sagte, ihr wäre es lieber, wenn alle wieder an ihrem gewohnten Platz wären. Aber wir sollten einander verstehen und unterstützen. Seitdem habe ich mich sehr verändert. Nachdem ich die Rolle meiner Frau übernommen hatte, realisierte ich, dass der Haushalt und das Aufziehen von Kindern ein Vollzeitjob sind. Und obwohl ich die Wette verloren hatte, bescherte mir das Schicksal einen Preis. Meinst du das ernst? Aber du meintest doch, du wärst noch nicht bereit. Mit einem so fürsorglichen Mann, wie du es schließlich bist, bin ich für alles bereit. Es ist schwer, eine Frau zu sein. Man muss wie ein Mann denken, sich wie eine Dame benehmen, wie eine junge Frau aussehen und wie ein Pferd ackern.